Hallo meine Lieben und willkommen zu einer neuen Aufnahme von Black Mirror 2. 2, wir sind im zweiten Teil. Wir haben im letzten Teil unseren Protagonisten kennengelernt, das ist Darren. Wir haben Fuller kennengelernt, sein Chef, Angelina, eine hübsche junge Dame, in die sich unser Protagonist vermutlich verliebt hat. Und irgendeine Postdame und eine Carrie, die was sich getötet hat. Also ich heiße Kari, also ich habe mich nicht umgebracht. Aber würde ich sagen, wir spielen hier weiter. Jetzt schaue ich mal kurz. Habe ich hier neue Informationen? Hier geht's weiter, meine Mom. Wer ist der Fremde? Hier schleicht ein seltsamer Mann durch die Gegend. Er ist mir im Diner begegnet und wurde gerade. Und gerade habe ich gesehen, dass er Angelina zu verfolgen scheint. Ich sollte die Augen offen halten, aber ich werde Angelina wiedersehen, heute noch. Ich soll Fullers Bilder ins Hotel bringen. Anscheinend hat es sie nicht gestört, dass er mich vor ihr niedermachen wollte. Okay, Aufgaben. Das ist erledigt. Mama rufen. Das haben wir schon gelesen. Angelina Fullers Fotos bringen. Angelina hat mich gebeten, ihr Fullers Bilder ins Hotel zu bringen. Eine willkommene Möglichkeit, sie wiederzusehen. Okay, das war's eigentlich schon. Fullers Kamera-Postkarten. Die Postkarten zeigen alle Motive aus Neuengland. Das sind die Standardkarten, die man hier überall bekommt. Wem sollte ich eine Karte schicken? Meinen spießigen Kommilitonen, die ich kaum kenne? Oder meiner Mom, die ein paar Häuser weiter wohnt? Okay. Fullers Kamera. Der Film mit Angelinas Fotos ist bestimmt noch drin. Aber ich habe keinen Schimmer, wie ich den Film aus der Kamera nehmen soll, ohne dass Fuller es bemerkt. Ich muss es wohl später versuchen. Okay, du wolltest deine Mom anrufen. Dunkelkammer. Gut, da geht's in den Keller, dann Fotoapparate. Viele der Sachen sind hier überteuert. Aber, ist ja auch klar. Es gibt hier im Ort nur einen Fotoladen. Das nutzt er aus. Einfache Spiegelreflexkameras für den Privatgebrauch. Nichts Besonderes. Okay, ich gehe jetzt nochmal zum Keller. Weil ich habe vergessen, dass ich hier mal alles doppelklicke und nochmal angucke. Ich würde sie nicht einmal geschenkt mitnehmen, selbst wenn sie unbeschädigt wäre. Okay. Ein Wasserhahn. Falls Fuller einen Garten hätte und ihn bewässern wollen würde, könnte er das von hier aus tun. Aber in Fullers Garten würde so oder so nichts wachsen. Unkraut. Mit dem Wasser im Eimer dürfte es nur noch eine Frage der Zeit sein, bis er nicht mehr zu gebrauchen ist. Ich brauche gerade weder einen Eimer noch abgestandenes Rostwasser. Okay. Damit kann ich nichts anfangen. Billiges Bier passt zu Fuller. Mich wundert nur, warum er die Kiste hier im Keller hat. Der geht doch nicht jedes Mal in den Keller, wenn er oben ein Bier trinken will. Nee. Der macht ganz andere Sachen. Die Scharniere am Kellergitter sind verrostet. Keine Ahnung, ob man es noch öffnen könnte. Dürfte zumindest höllisch quietschen. Ich will das Gitter nicht öffnen. Warum auch? Ich will das Gitter nicht. Okay. Ich lasse sie hier stehen, falls der Strom noch einmal ausfällt. Der Sicherungskasten macht den Eindruck, als dürfte das nur eine Frage der Zeit sein. Okay. Eine zeitlos schlichte 80 Watt Birne an einem Kabel. Ein Klassiker. Ja, klar. Ich fass doch keine eingeschaltete Glühbirne an. Nicht? Ist bestimmt heiß. So, wow, Schnur. Entwickler. Das ist Fotoentwickler. Scheint schon länger dort zu stehen, aber die Flasche ist fest verschlossen. Könnte also noch funktionieren. Nimmst du den mit? Werden wir nachher brauchen noch. Fuller wird ihn kaum vermissen. Und selbst wenn, ich kann damit leben. Dr. Rainbow's Finest. Pearly White, 85. Ich kann mich nicht daran erinnern, in diesem Haus schon einmal irgendetwas Perlweißes gesehen zu haben. Nee. Ich habe mich vorhin zu wenig umgeguckt. Diese Bretter hier liegen nicht parallel zur Wand, sondern sind um 90 Grad gedreht. Sie bilden ein Rechteck von etwa 80 cm Breite und 60 cm Höhe. Seltsam. Die Bretter sind gar nicht fest.
Sie schwanken leicht und sind ein kleines Stück im Boden versunken, als ich draufgestiegen bin. Irgendetwas ist seltsam mit dieser Stelle. Aber ich habe keine Ahnung, was es damit auf sich hat. Irgendein Foto von Strand und Meer. Solche Bilder gibt's ohne Ende. Sehen irgendwie alle gleich aus. Ja. Irgendein Foto von Strand und... Lieber nicht. Wenn ich schlechte Bilder sehen will, kann ich das auch oben im Laden tun. Lieber nicht. Lieber nicht. Lieber nicht. Lieber nicht. Lieber nicht. Okay. Den Sicherungskasten schauen wir sich auch jetzt nochmal an, aber ich denke mal, mit den Sachen werden wir noch was machen müssen. Jetzt gehen wir mal wieder nach unten. Die Ausrüstung des Stümpers ist eigentlich nicht schlecht. Und ziemlich kostspielig. Die Lampen sehen noch fabrikneu aus. Die hat er bestimmt noch nicht lange. Vielleicht lief der Laden früher besser und er hatte Ersparnisse. Oder er hat sich die neuen Lampen auf Kredit gekauft. Der Laden kann das zumindest nicht abgeworfen haben. Okay. Eine billige Kuckucksuhr aus der alten Welt. Zeugt von Fullers feinem Gespür für geschmackvolle Innendekoration. Ich glaube, Fuller hat vor einigen Jahren mit seiner Mutter eine Weltreise gemacht. Könnte ein Andenken sein. Ich kann nichts Auffälliges entdecken. Höchstens dieses kleine eckige Loch am Ziffernblatt. Wird die Uhr damit aufgezogen? Ich kann nichts Auffälliges... Okay. Hier ist eine kleine Öffnung. Da würde locker mein Finger reinpassen. Mal sehen. Das scheint ein Mechanismus zum Aufziehen zu sein. Hinten ist ein kleiner Knopf. Aufziehen kann ich die Uhr nicht, aber den Knopf drücken. Ist es jetzt hängen geblieben? Ich lasse den Kuckuck lieber in Ruhe. Ich kann nichts Auffälliges entdecken. Höchstens dieses kleine eckige... Okay. Telefon. Okay. Sie scheint gerade zu telefonieren. Was fällt dir ein, mein Telefon zu benutzen? Während der Arbeitszeit? Das werde ich dir alles von deinem... Ja, schon klar. Ich wollte nur meine Mutter anrufen, aber es war besetzt. Der Anruf wird sie also nicht in den Ruin treiben. Ja, den ganzen Tag nur am Telefonieren, das Weib, was? Hat vorhin auch schon angerufen, als ich die Kleine geknipst hab. Irgendein Gefasel von einem Adrian und einem Spiegel. Ach, ich hab aufgelegt. Ich hab Besseres zu tun, als mir solche Verrücktheiten anzuhören. Meine Mutter hat hier angerufen und unverständliches Zeug geredet? Wohl nicht mehr ganz fit im Kopf, das alte Fräulein, was? Ich würde meine knallen. Wo willst du hin? Hey! Du hast noch nicht Pause! Mom! Ihr Herz schlägt. Sie lebt. Mom! Kannst du mich hören? Mom! Nichts. Aber sie atmet. Richtig. Krankenwagen. Notruf? Ja, mein Name ist Darren Michaels. Ich habe gerade meine Mutter gefunden. Sie ist bewusstlos. Okay. Bringt sie ins Krankenhaus, aber sehr vorsichtig. Ich komme gleich mit meinem Wagen hinterher. Wie sieht's aus? Schwierig zu sagen, Darren. Sie muss wohl gestolpert sein und hat nun eine schwere Kopfverletzung. Wie schlimm es genau ist, kann ich erst im Krankenhaus feststellen. Aber wie kann sie so ungünstig fallen, dass sie... Dafür ist jetzt nicht die Zeit. Nimmt deine Mutter irgendwelche Medikamente? Ich weiß nicht.
Sie hat immer eine Menge Schmerzmittel gehabt wegen ihres Rückens. Keine Ahnung. Such bitte alles zusammen, was nach Medikamenten aussieht, und bring sie mir ins Krankenhaus. Wie sieht es mit Allergien aus? Nicht, dass ich wüsste. Das reicht leider nicht. Könntest du die Nummer ihres Hausarztes rausbekommen? Vielleicht eine Krankengeschichte besorgen? Ja. Werde ich suchen. Ich sehe sie im Krankenhaus. Sehr gut. Ach ja, wir bräuchten den Versicherungsschein deiner Mutter. Auch das. Beeilen Sie sich bitte. Oh Mann. Medikamente, die Krankengeschichte und ein Versicherungsschein. Ich beeile mich lieber. Okay, dann schreib wieder was. Film mit Angelinas Bildern besorgen. Irgendwo im Laden muss der Film mit Angelinas Bildern sein. Der Film mit Angelinas Bildern ist noch in der Fotoskamera. Irgendwer muss sich daran kommen, ohne dass der Alte es merkt. Fotopapier besorgen. Wenn ich den Film erstmal entwickelt habe, muss ich Abzüge auf Fotopapier machen. Dummerweise liegt Fullers Bestellung immer noch in der Post. Okay. Mom im Krankenhaus. Sie haben Mom gerade ins Krankenhaus gebracht. Sie muss gestürzt sein und ich hoffe, sie kommen wieder auf die Beine. Wir standen uns nie sehr nahe, schätze ich. Aber sie hat immer ihr Bestes gegeben. Ich war sicherlich kein einfaches Kind. Okay. Das ist Moms Medikamentenspender. Für jeden Tag der Woche gibt es einfach. Aber sie hat nie all das geschluckt, was ihr verschrieben wurde. Sie hat immer behauptet, sie hätte es nur vergessen. Irgendwann hat der alte Hausarzt meiner Mom ihr dann den Spender geschenkt. Ich fand es schon immer unsinnig, seine Medikamente nicht zu nehmen und sich lieber zu quälen. Naja, ich bin aber auch nicht anders. Muss ich ehrlich zugeben. Das dürften die meisten Medikamente sein. Aber ich weiß nicht, ob sie irgendwo noch mehr hat. Das sollte ich erst mal checken. Ja, du redest sehr gern. Sieht aus, als hätte Mom einen Tee getrunken und gelesen, bevor sie gestürzt ist. Die Tasse ist noch halb voll. Wieso ist sie aufgestanden und dort rübergegangen? Vielleicht hat das Telefon geklingelt? Hat sie vielleicht eine schlechte Nachricht bekommen und ist ohnmächtig geworden? Das sehe ich ihr gar nicht ähnlich. Schwer zu sagen. Mom ist Musikfan. Das haben wir gemeinsam. Allerdings gehen unsere Geschmäcker etwas auseinander. Klassik verträgt sich nicht so gut mit Nirvana oder Pearl Jam. Mom ist Musikfan. Okay. Mom ist Musikfan. Früher gab es häufig Streit darüber, wie lange ich Fernsehen schauen durfte. Als Kind konnte ich stundenlang vor dem Teil sitzen. Heute bringen mich keine 10 Pferde mehr dazu. Ich kann froh sein, dass das Ding meine Birne nicht völlig aufgeweicht hat. Aber ich bin genauso. Ich fernsehe auch kaum. Ich sitze halt vor dem PC, ja, aber fernsehe natürlich nicht. Warum nimmst du den mit? Den hat Mom sich gegönnt. Zu Hause hatten wir so einen steinzeitlichen Holzofen, auf dem sie gekocht hat. Sie meinte immer, das erinnert sie an ihre Zeit als Köchin in England. Ja, warum nicht? Irgendwann mag man halt was Neues. Ich habe zwar nie viel gekocht, aber es scheint mir unsinnig, den Herd anzuschalten, solange nichts draufsteht. Ich habe zwar nie viel gekocht. Musst du Wasser auffüllen? Willst du jetzt einen Tee machen? Es gibt hier tatsächlich fließend Wasser. Hätte ich nicht mit gerechnet. Machst du jetzt Tee oder was? Der Kessel ist voll. Das ist gerade. Das Wasser würde anfangen zu kochen und es würde dampfen. Da ich aber kein Tee-Fan bin, kann ich mit kochendem Wasser nicht viel anfangen. What? Ja, gut. In diesen Schränken bewahrt meine Mutter ihre Töpfe und Pfannen und so ein Zeug auf. Einige Töpfe, eine flache Schale, Teller, ein Tablett. Die Schale nehme ich mit. Beglaubst du jetzt auch deine Mutter? Den Jungen soll einer verstehen.
Aber er geht zum Schluck. Jawohl, zum Glück ein bisschen schneller als Samuel. Ich habe die Nummer von Moms altem Hausarzt nicht. Um genau zu sein, fällt mir nicht mal sein Name ein. Dr. Wack, Mick, irgendwas. Wenn ich den Namen lese, fällt er mir bestimmt wieder ein. Okay. Vitrine. Mal gucken, was da drin ist. In der Vitrine stehen Fotos von Mom und mir. Von meinem Vater sehe ich hier keine Bilder. Mom hat kaum welche von ihm. Ich vermute, die Erinnerung an seinen Tod ist zu schmerzhaft für sie. Als Kind wollte ich immer wissen, wer mein Vater war. Mom hat mir von ihm erzählt und schließlich irgendwann auch ein paar Fotos von ihm gezeigt. Das war das einzige Mal, dass ich ihn auf Fotos gesehen habe. Okay. Schlafzimmer. Sekretariat. Irgendwie habe ich da jedes Mal negative Dinge, wenn ich Sekretariat sehe. Der alte Sekretär meiner Mutter. Darin bewahrt sie ihre Briefe und Finanzunterlagen und solche Sachen auf. Darin will ich lieber nicht herumschnüffeln. Ihre Versicherungskarte hat sie sonst immer bei sich und schließt sie nicht weg. Die muss woanders liegen. Der alte Sekretär meiner Mutter. Ihre Versicherungskarte hat sie sonst... Die Lampe ist schön. Funktioniert aber leider nicht. Vielleicht ist die Birne durchgebrannt. Eine Pflanze auf der Fensterbank. Keine Ahnung, was das für eine Gattung ist. Aha. Unter dem Blumentopf scheint etwas zu liegen. Ein kleiner Schlüssel. Es ist ein kleiner Messingschlüssel. Nö. Tischchen. Mama, Kriminale und Gruselgeschichten. Hauptsächlich alte Sachen. Edgar Allan Poe und so ein Zeug. Vielleicht hat das etwas mit ihrer Zeit in England zu tun. Sie hat häufig erzählt, dass sie in einem Schloss gearbeitet hat, das aus einem dieser Bücher entsprungen zu sein schien. Okay. Ich glaube, die Möbel hat sie noch aus ihrer Zeit in England. Ziemlich altmodisch, aber irgendwie auch stylisch. Taschentücher, ein Brillenetui, eine Kunstzeitschrift, einige Baldrian-Dragés. Nichts, was ich brauchen könnte. Untere Schublade. Das Adressbuch meiner Mutter. Darin sollte ich die Nummer ihres Hausarztes finden. Okay. Da ist der Schlüssel dafür. Damit ist das Adressbuch offen. Yay! Ansonsten. Mal sehen, wie hieß dieser Arzt noch? Dr. Wakefield. Das ist er. Und hier steht auch seine Nummer. Ich hoffe mal, er hat noch die alten Krankendaten meiner Mutter. Ja, wird schon schief gehen. Gut, Sekretariat brauchen wir jetzt gerade nicht. Jetzt gehen wir daher und schauen das mal, rufen wir gleich dort an. Von hier aus anrufen ist viel wichtiger als von der anderen Seite. Ich weiß. Hoffentlich stimmt die Nummer noch. Dr. Wakefield. 555. Praxis Dr. Wakefield? Mein Name ist Darren Michaels. Ich muss den Doktor sprechen. Es ist ein Notfall. Einen kleinen Augenblick. Dr. Wakefield am Telefon. Hallo Dr. Wakefield. Hier ist Darren Michaels. Darren, ist was mit deiner Mutter? Mandy meinte... Ja, sie wurde ins Krankenhaus gebracht. Sie ist gestürzt und hat sich den Kopf aufgeschlagen. Sie ist nicht ansprechbar. Mein Gott. Das Krankenhaus braucht ihre Krankengeschichte. Haben Sie die noch? Ja, die müssten wir noch haben. Können Sie die Unterlagen ins Krankenhaus faxen? Ja, natürlich. Hoffentlich ist Ihrem Rücken nichts passiert. Ist sie nicht durch das Stützkorsett geschützt? Nicht unbedingt. Das Korsett unterstützt Ihre Wirbelsäule, wenn sie aufrecht steht oder sitzt. Aber ihr Rücken ist seit dem Unfall so stark in Mitleidenschaft gezogen, dass ein Sturz Auswirkungen haben kann. Ach du Scheiße. Ich glaube, ich will es gar nicht wissen. Ich gehe gleich ins Krankenhaus und lass mich dort informieren. Tue das.
Ich lasse die Unterlagen nach Billefort schicken. Ich hoffe, deiner Mutter geht es bald wieder gut. Ich auch. Grüße sie von mir, sobald sie aufwacht. Das werde ich. Bis bald, Doc. Okay. Puh, das wäre erledigt. Dr. Wakefield hat sich immer gut um Mom gekümmert. Ja, in ihrem Rücken konnte sie nicht stehen, nicht liegen, nicht sitzen. Alles bereitete ihr Schmerzen. Dazu noch die Brandwunden und nun das. Okay. Moms Badezimmer. Wie alles hier, nichts Besonderes. Wir waren nicht arm, aber meine Mutter war immer bescheiden. Und so ist auch ihr neues Haus. Da ist Tapete ab. Das kennen wir doch von irgendwoher. Ein alter Leuchtturm. Unten ist ein Schild mit der Aufschrift Willow Creek. Vielleicht ist das aus dem Ort in England, wo sie gelebt hat. Sie ist erst mit Anfang 30 in die USA gekommen. Erst nach dem Unfall. Ich hoffe, man kennt mittlerweile ein bisschen die Parallelen zum anderen Spiel. Schauen wir mal. Gut, Dusche. Man kann es von dir aus betrachten. Heute Morgen habe ich hier noch geduscht. Mom hat ein riesiges Frühstück aufgefahren. Ihr zuliebe habe ich etwas davon gegessen. In der Uni esse ich normalerweise morgens nichts. Heute Morgen habe ich hier noch... Ihr zuliebe habe ich etwas davon Okay. Aha. Einige Medikamente. Schachteln, Fläschchen, Röhrchen. Ich nehme alles mit. Ja, nehm mit. Ach du Scheiße. Ich denke, damit habe ich alle Medikamente gefunden. Zahnpasta, Gesichtscreme. Mehr Medikamente sind hier nicht drin. Okay. Heute Morgen habe ich zuliebe, habe ich etwas da. Ja, gut, aber warum ist das noch immer so? Heute Morgen habe ich zuliebe, habe ich etwas. Okay, hier kommt man ins Schlafzimmer, jetzt haben wir das alles. Jetzt gucken wir mal. Tagebuch öffnen. Aufgaben. Angeline Fotos bringen, Fotopapier besorgen. Mom, Versicherungskarte meiner Mom. Okay, die muss ich jetzt noch finden. Da ist die Handtasche. Moms Handtasche. Die ist wahrscheinlich hier drinne. Schätze ich mal ganz stark. Na bitte, die Versicherungskarte. Gut. Da ist nichts Interessantes mehr drin. Und mein Geld verdiene ich allein. Sehr gut. Ich ziehe mir eben noch was anderes an und dann ab ins Krankenhaus. Ja. Ich hoffe, es geht ihr gut. Eingang Krankenhaus. Das ist eh auch hier in der Nähe. Hallo, ich möchte zu meiner Mom, Rebecca Michaels. Einen Moment. Ihre Mutter wird gerade noch untersucht. Haben Sie die Medikamente dabei? Ja, hier. Und den Versicherungskram habe ich auch. Wann kann ich... Ah, danke. Ich informiere Dr. Newhouse. Nehmen Sie doch bitte einen Augenblick Platz. Ich sage Ihnen dann Bescheid, wenn Sie zu Ihrer Mutter können. Okay. Also müssen wir warten. Macht sich Sorgen ohne Ende. Ich meine, ich verstehe es, gell? Mir wird es nicht anders gehen. Heftig.
Entschuldigung, Mr. Michaels? Ja? Es gibt hier ein Problem mit dem Versicherungsschein Ihrer Mutter. Anscheinend wurde die letzte Rate nicht bezahlt. Davon weiß ich nichts. Und es ist mir auch egal. Natürlich ist das unangenehm. Aber die Versicherung... Es interessiert mich ein Scheißdreck, was mit der Versicherung ist. Was ist mit meiner Mom? Wie lange dauert das noch? Sie können sicher bald zu ihr. Aber wenn das mit der Versicherung nicht geklärt wird, dann haben wir ein Problem. Sie müssen... In Ordnung, Doktor. Sie können jetzt zu Ihrer Mutter. Das Zimmer hinten rechts. Mr. Michaels? Ich kann nichts dafür, wenn Ihre Mutter nicht bezahlt hat oder die Bank nicht überwiesen hat oder wenn die Krankenkasse die Kosten nicht übernehmen will. Hier, nehmen Sie den Schein mit und klären Sie das. Am Ende ist Ihre Mutter wieder auf den Beinen, aber hat kein Dach mehr über dem Kopf. Okay. Das heißt, Versicherungsscheiße auch noch klären. Das mag ich so auch schon nicht. Danke. Und? Wie geht es ihr? Ich befürchte nicht gut. Die Kopfverletzungen sind sehr schwer. Sie muss voller Wucht auf den Tisch gestürzt sein. Wird sie... Man soll die Hoffnung nie aufgeben. Aber deine Mutter liegt im Koma, Darren. Es tut mir leid, aber es ist eher ungewöhnlich, dass jemand aus einem tiefen Koma erwacht. Vielleicht, wenn sie früher entdeckt worden wäre, dann wäre weniger Blut in ihrem Schädel. Sie meinen, wenn ich gleich nach unserem Gespräch zu ihr gegangen wäre, dann läge sie jetzt nicht im Koma? Aber mein Junge, das konntest du doch nicht ahnen. Ja, ja. Woher hätte ich wissen sollen? Fuller! Wie bitte? Fuller! Sie hat im Fotoladen angerufen. Sie wollte mich sprechen und Fuller hat einfach aufgelegt. Aber nein, das ist doch wohl... Sie war bei Bewusstsein und wollte Hilfe rufen. Doch Fuller... Darren, komm zu dir. Es war ein Unfall. Niemand trägt daran Schuld und du solltest jetzt einfach... Einfach hier am Bett hocken und hoffen, dass alles wieder gut wird? Das glaube ich kaum. Darren, du solltest dich... Danke für Ihre Hilfe. Ich... Wir kümmern uns 24 Stunden am Tag um deine Mutter, Darren. Du kannst gerne hierbleiben. Ich schaue später nochmal rein. Ich werde nicht hierbleiben. Ich habe noch Dinge zu erledigen. Dafür wird das fette Schwein büßen. Okay, was steckt da jetzt drin? Verflucht, die Krankenkasse meiner Mom hat Mist gebaut. Und jetzt muss ich mich um den Scheiß... kümmern. Ich brauche einen Beleg oder so, dass Mom die Beiträge bezahlt hat. Das heißt, ich muss in den Ding rein. Fuller die Meinung sagen. Fuller wird dafür büßen, dass er meiner Mom nicht geholfen hat. Hätte er reagiert, als sie anrief, ginge es ihr jetzt besser. Ja. Da liegt ein Stethoskop. Vermutlich hat es jemand vom Klinikpersonal liegen lassen, als er es beim Händewaschen abgenommen hat. Doc Newhouse hat seins jedenfalls noch. Ich nehme es mit. Die werden hier schon Ersatz auftreiben können. Für was braucht man sowas? Aber ist okay. Typischer Krankenhausschick. Hier liegt ein Medizinfläschchen. Vielleicht vom Patienten, der vor meiner Mutter hier gelegen hat. Laxativa. Ein starkes Abführmittel. Das klingt nützlich. Ja, vor allem für Fuller, dass man in den Ding kommt. Es scheint ihr. Sie sieht so schwach aus. Meine Mom war immer eine Kämpfernatur. Und alles nur, weil sie gestolpert ist. Vermutlich wieder in Hektik, um irgendwelchen Leuten einen Gefallen zu tun. Und da, dieser Scheißschrank, ich könnte... Und Fuller, wenn er, dafür lass ich ihn bluten. So, Bildschirmübertragung. Der Monitor zeigt die Vitalwerte meiner Mutter an. Puls, Atmung und so weiter. Keine Ahnung, ob die Werte gut sind. Der Monitor zeigt die Vitalwerte... Okay.
Der gehört nicht meiner Mom. Vielleicht stammt er von dem Patienten, der vor ihr hier lag. Ob ich meiner Mom auch so einen Koffer hätte packen sollen? Okay, ansonsten ist hier drinnen nichts. Ist der das Kerl schon, oder? Das kann ich nicht sagen. Wenn Sie wollen, sprechen Sie mit dem Sohn. Er ist gerade... Da ist er ja. Hey! Hey, Sie! Bleiben Sie stehen! Was zum Teufel? Hier kann man sich noch umschauen, aber... Da rennt er weg. Kann man den verfolgen? Ist der gerade in der Nebenstraße? Nee. Scheiße, jetzt ist mir der Typ entwischt. Schaufenster, schauen wir uns jetzt an, weil da muss ein Foto von Carrie stehen, das würde ich ja sehen. Die meisten Bilder hier im Schaufenster sind nicht von Fuller. In einem klaren Moment muss er sich gedacht haben, dass er lieber echte Fotografen für sich werben lässt. Natürlich wissen die nichts von ihrem Glück. Porträtaufnahmen, Gruppenbilder, Hochzeitsbilder und Landschaften. Alles hübsch langweilig, wie sich das gehört. Naja, und das Foto von Carrie. Sie war wirklich hübsch. Aber irgendwie ist das gespenstisch, wenn man hier von einer Toten angelächelt wird. New England Photo Service. Ich finde, man muss schon ziemlich verzweifelt sein, um bei Fuller seine Bilder machen zu lassen. Aber er ist der einzige Fotograf im Ort. Und es gibt hier eine Menge Touristen. Vermutlich macht er mit ihnen sein Hauptgeschäft. Anders kann ich mir nicht erklären, wie er sich über Wasser hält. Ich frage mich, wen er für das Design des Elchs übers Ohr gehauen hat. Oder er hat das Bild nicht machen lassen, sondern einfach nur geklaut. Jo, na gut, meine Lieben, dann würde ich sagen, was mit Fuller passiert und wie wir das alles finden von seiner Mom, das machen wir in der nächsten Folge. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!